Willkommen, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Wieder bei Bolo und Junitz ist das vierte. Im letzten Video, oder kommt es erst danach? Ich weiß es ja nicht, ob es das letzte Video war. Also, ich lade es ja fast 7 hoch, aber ich glaube schon, dass es das letzte war. Egal. Im Video, wo ich es gesagt habe, ja, das ist jetzt das dritte Video. Das ist jetzt das vierte. Da wollte ich nur sagen, da habe ich euch ja das Vogelhäusel und diese Sachen da erklärt, das alles. Den ganzen Garten habe ich euch sozusagen erklärt. Wir werden jetzt noch einen Blick auf die Sträucher werfen und auf den Lavendel. Ja? Das letzte Video war hoffentlich sehr hilfsbereitschaft. Und ja. Also ja. Falls ihr das Video irgendwo findet, das werde ich jetzt ab jetzt bei jedem Video dazu sagen, in meinem Kanal, damit ihr ihn auch findet. Ein großes T. Alles zusammen will ich jetzt nicht sagen. Ja? Großes T. Das war der erste Buchstabe. Dann ein kleines O, kleines B, kleines I. Zusammengeschriebenes großes H-O. Und alles zusammen, ja, wirklich alles. 5000. Ja? Ein Fünfer und drei Nuller. Also ja, mein Kanal. Versuche ich jetzt überall dazu zu sagen, weil manche sind einfach so auf YouTube und dann ist das Video einfach das Neueste. Und das geht zum Beispiel, da ist das Video auf der YouTube-Seite eröffnet. Und es steht sowieso mein Kanal dabei, aber falls ihr nicht sonst nachschauen wollt, sage ich es dazu. Also ja, wir waren bei den Lavendelsachen und so. Das waren ja die Erdbeersträucher. Was die Sträucher sind, weiß ich nicht. Nur, dass das ein Lavendel ist. Der muss wieder wachsen. Hoffen wir, nächster Sommer. Jetzt Oktober ist ja so ein Herbst. Ja, die vier Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Machen wir so. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Jahreszeit es hat und in welchem Monat. Also machen wir mal den Jänner. Also das ist auf jeden Fall der Winter. Dann der Jänner, Februar, genau der Februar. Ist auch noch Winter. Ja. März ist halb. Da am 21. oder kann auch 20. sein, das ist jetzt momentan ganz unterschiedlich. Also beginnt auf jeden Fall der Frühling. Also März ist noch Winter, aber es geht auch schon im März zum Frühling. April ist sowieso Frühling. Mai ist auch Frühling. Im Juni geht der Frühling, der Sommer los. Frühling kann man ja sagen. 20. oder 21. Juni. Geht's los. Und es ist auch im Juli, 1. Juli, oder wann halt die Ferien beginnen, geht's auch los. Also ist doch so ein Sommer. Gut, also Sommer. Juli ist auch noch Sommer. August auch im September, am 20. und 21. Das ist auch ein bisschen. Geht's los mit dem Herbst. Und dann ist natürlich, wir waren im September. Ja, genau. Und Oktober habe ich schon gesagt. Nein, habe ich noch nicht. Das ist jetzt das Monat, wo ich aufnehme. Oktober 2022. Ja. CD. Startum. Heute ist ja der 7.10. und auf Wiedersehen.